zu mir auf die Bühne bitten, den Professor Dr. Johann Mislewitz. Viele werden ihn kennen, er ist Gerichtsmediziner in Pension. Und als ich ihn vorher gefragt habe, wie ich ihn denn vorstellen darf, hat er gesagt, nur Autor, und er ist ein Schwurbler wie wir und seit 2020 aktiv. Und er wird uns das erzählen, was die Mediziner über die WHO wissen, und ich glaube, das ist nicht viel. Ja, damit ist schon alles gesagt, ne? Also, die Mediziner lernen zwei Sachen. Das eine ist, was heißt WHO, World Health Organization, Prüfungsfrage 1. Und die zweite ist, was ist Gesundheit? Gesundheit ist nicht nur das Freie sein von Krankheit, sondern psychisches, soziales und körperliches Wohlbefinden. Und das ist schon alles. Und dann treffe ich zweimal, also so öfters, meine Freunde. Und ich sagte ihnen, naja, ich gehe jetzt und zu einer Demo wegen der WHO-Vertrag, sagen die, was machst du? Was ist das? Und dann habe ich versucht, es ihnen zu erklären, und ich erzähle ihnen, wie ich es ihnen erklärt habe. Ich habe ihnen gesagt, ich gehe zur Bank, sie ja auch. Man hat zwar kein Geld dort, aber ein Konto, nicht? Und da gehen wir zur Bank, und da sagt die Angestellte, lieber Herr Dr. Mislewitz, kommen Sie rasch ins Zimmer, nur eine kleine Unterschrift und Sie können schon wieder gehen. Und ich gehe dorthin, und da ist ein Vertrag mit 15 Seiten. Und ich sage, was bedeutet das? Sagt sie, naja, der Herr Generaldirektor, Sie geben ihm die Vollmacht, er kann Ihr Haus verkaufen, für Sie einen Kredit aufnehmen, er kann, ja, verschiedenes und und das ist zu Ihrem Wohl, bitte unterschreiben Sie sofort. Sage ich, wo ist denn der Herr Generaldirektor zu Hause? Sagen die, naja, ich weiß nicht so genau, in Genf ist er gelegentlich, denn dort ist das Hauptbüro. Aber es gibt ein Lokalbüro in 5 Kontinenten, das ist in Kopenhagen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, nicht? Und das ist der WHO-Vertrag. Und wenn ich... Ganz einfach. Wenn ich das unterschreibe, bin ich deppert. Denn ich gebe meine Selbstbestimmung auf an jemanden, den ich nicht zur Verantwortung ziehen kann, den ich nicht kenne und dem mein Wohl nicht ein Anliegen ist. Also nein, nein, nein. Danke. Danke, Herr Professor. Menschen wie dich braucht es auch. Danke, danke vielmals.